zur fünften Runde des Expressi-Tippspiels Tipps der Experten. Begrüße ich nochmals Stefan Dax bei mir. Hi, Marc. Hi, Stefan. Ja, bevor wir tippen, auch wieder das gewohnte Prozedere. Stefan, sprechen wir natürlich ein bisschen über den VfB Burbach. Wir haben ein schönes Video gedreht zu eurem Saisonstart. Mhm. Da haben wir uns auch lange unterhalten. Da sagtest du, wir müssen schauen, wie die Mannschaft zusammenkommt, wie wächst, wie sich die Neuen auch integrieren. Ja, jetzt haben wir ein paar Wochen weiter, seit Tabellenführer, seit super gestartet. Ja, wie siehst du die ersten Wochen oder erzähl uns, wie ist es die ersten Wochen gelaufen? Bist du zufrieden mit dem Start? Ja, denke ich. Ja, ich bin insgesamt zufrieden mit dem Start natürlich. Ja, wäre jetzt schlimm, wenn ich bei 10 von 12 Punkten irgendwann anders sagen würde. Ja, natürlich sind wir zufrieden mit dem Start. Wobei, man muss auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wir sind letztes Jahr auch hervorragend gestartet. Ersten drei Spiele, 19:0 Tore. Ja. Und davon kann man sich am Ende der Saison auch nichts kaufen. Die Saison jetzt zu Ende wäre, dann wäre ich zufrieden. Ja. Ist aber nicht so. So, da liegen noch viele, viele Spiele und jede Menge Arbeit vor uns. Wir haben in den ersten beiden Spielen gegen Deutz und Germania Salzendorf auch nicht den Fußball gespielt, den wir uns vorgestellt haben, auch gegen Alschen nicht. Okay. Gegen Alschen ist ja, unser Spiel dann erstmals auch bestraft worden. Wir waren zu nachlässig gegen die und haben dann nur 1-1 gespielt, mit unter ein bisschen unglücklichen Umständen, aber letztlich hat sich Alschen gegen uns den Punkt auch hoch verdient. Gegen Deutz haben wir in der ersten Halbzeit ebenfalls viel Glück gehabt, da hätte Deutz eigentlich 2-0 führen müssen, mindestens. Ja, das war ein Spiel zweier Mannschaften, die sehr, sehr offensiv stark ausgerichtet waren. Und Deutz hat an dem Tag ein super Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, fand ich. Zweite Halbzeit mussten sie der hohen läuferischen Arbeit vielleicht auch ein bisschen Tribut zollen. Da haben wir mit einem Doppelpack sind wir ins Spiel gekommen. In Germania Salzendorf haben wir auch nicht immer gut gespielt. Ja, haben da in entscheidenden Momenten auch die Tore gemacht. Mhm. Und sind so auf die Siegerstraße gekommen. Gegen Alschen hat es nicht ganz gereicht. Wo ich mit zufrieden war, war mit den beiden Auftritten jetzt innerhalb der Woche. Bei einer Mannschaft, die absolutes Potenzial hat, bei der Spielvereinigung Neunkirchen, eine ganz junge Truppe, die mir richtig gut gefallen hat in beiden Spielen. Mhm. Ja, und wir sind vor allen Dingen am Sonntag jetzt in Neunkirchen sehr, sehr dominant in der zweiten Halbzeit aufgetreten. Und das war im Stile einer Mannschaft, die hohe Ziele hat. Und damit war ich sehr zufrieden. Okay. Ja, sprechen wir mal kurz die vielen, hast ja einen breiten Kader, viele Neuzugänge. Bist du damit zufrieden mit den Jungs, die jetzt aufgelaufen sind? Läuft die Integration der neuen Spieler? Ja, auf jeden Fall. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Wir haben ein super Trainingslager gehabt in Hennef in der Sportschule. Das hat uns unglaublich gut getan, den Jungs, die da mitgefahren sind, den neuen Spielern. Wir arbeiten im Training sehr intensiv, auch mit den jungen Leuten, führen viele Gespräche. Die Jungs haben überhaupt keine Probleme, sich einzuarbeiten oder sich einzubringen beim VfB Burbach. Also die Integration ist reibungslos verlaufen. Wir haben aktuell so ein bisschen Probleme mit verletzten Spielern, haben auch jetzt in der Woche wieder mit Jonas Knaub wieder einen Spieler dazu bekommen, der verletzt war. Der Pascal Melendez ist auch verletzt, hat Probleme mit beiden Füßen oder mit einem Bein und einem Fuß. Ja, und das sind so Dinge, die schleppen wir momentan so ein bisschen mit. Ja, und deswegen hatten wir am Sonntag auch zum ersten Mal eigentlich in dieser Saison wieder so ein bisschen das Problem, dass wir Spieler auf die Bank setzen mussten. Beispielsweise ein Flo Schneider, der eine Trainingseinheit am Freitag nach einer längeren Verletzung gemacht hat. Nicht und das wollten wir eigentlich vermeiden. Ja. Und wenn man einen Kader hat von 28 Spielern, dann sagt einem jeder, ja, ihr habt doch so viele neue bekommen und ihr seid doch so breit aufgestellt. Wenn man aber dann 6 bis 8 Verletzte hat und dann noch vielleicht den einen oder anderen krankheitsbedingten Ausfall oder mal einen gesperrten Spieler, dann wird es schon eng. Ja, ja. So war es am Sonntag. Mhm, Gut, jetzt am Sonntag Heimspiel gegen Klarfeld-Geisweid. Hast du auch mal trainiert? Ja, lange ist auch nicht, wollte ich gerade sagen, ist auch ein Verein im Umbruch oder ja, auch in der Krise, sage ich jetzt einfach mal. Da planst du schon 3 Jahre ein. Ja, wenn man ein bisschen mitreden will in der Liga, muss man so ein Spiel gewinnen. Auf jeden Fall, dann dürfen wir gegen solche Mannschaften keine Punkte liegen lassen und müssen da unser Ding durchziehen. Wir haben einen äußerst suboptimalen Spielplan erwischt aus meiner Sicht, weil wir spielen am 6.11. das letzte Spiel der Hinrunde in Eiserfeld, haben dann quasi gezwungenermaßen durch den Totensonntag und die beiden spielfreien Wochenenden haben wir fast 4 Wochen Pause und
tauchen dann am Anfang Dezember irgendwann wieder in der Rückrunde auf gegen den TuS Deutz. Und das ist absolut suboptimal. Das Gleiche gilt natürlich für das Saisonende am 14. Mai, das letzte Heimspiel zu Hause gegen Eiserfeld. Und danach können wir 2 Wochen zugucken und können gucken, was die Konkurrenz macht. Von daher, der Platz 1 bis jetzt ist eine Momentaufnahme und wir müssen fleißig Punkte sammeln, weil irgendwann kommen auch für uns die spielfreien Wochenenden. Ja, und da legen andere Mannschaften danach. Und, der Plan insgesamt ist für uns nicht gut, aber wir spielen jetzt durch bis zum 6.11. quasi und da müssen wir sehen, dass wir unser Ding durchziehen. Gut, das Thema ist ja auch wirklich von jedem Trainer bis jetzt auch angesprochen worden. Ja. Ist nicht optimal, muss man ganz klar sagen. Ja, mit Plätze, zwei, die hat nichts mehr zu tun. Genau. Ne? Also das ist eine schwierige Geschichte, gerade wenn du schon sagst, in der entscheidenden Phase als Top-Team, da wirklich zuzugucken und nichts mehr machen zu können, ist schon eine krasse Geschichte. Stell mir die Situation vor, man ist dann Zweiter mit vielleicht 5 Punkten Vorsprung vom Dritten und der Dritte spielt gegen Mannschaften, wo es nur noch um die goldene Ananas geht. Ich weiß nicht, ob das dann noch im Sinne des fairen Wettbewerbs ist. Das ist schwierig zu beurteilen. Ja. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Gut, nichtsdestotrotz machen wir weiter. Fangen wir mal mit dem Tippspiel an. Ja, klar. Stefan, wir tippen 5 Partien Bezirksliga 5 und 5 Partien A-Liga. Fangen wir an, SOS Niederschelden gegen SC Trollshagen. 1-1. Der TSV Weißtal, eben schon angesprochen, gegen Fortuna Freudenberg. 4-1. Dann Germania Salschendorf gegen Rote Mühle. Oh, da wird ein interessantes Spiel werden. Rote Mühle mit hohen Ansprüchen. Germania Salschendorf eigentlich auch ein top-besetzten Kader. Auch recht gut, denke ich mal, im Sinne von Thomas auch in die Saison reingekommen. Gibt einen knappen Sieg für Germania Salschendorf. Ich tippe 1-0. Okay, dann haben wir den VSV Wenden gegen die SG Hickengrund. Ja, vom Papier her eine glatte 1, also ein glatter Sieg für Wenden. Trotzdem glaube ich, dass die SG Hickengrund sich in jedem Spiel in der Lage ist zu wehren, auch wenn sie extreme personelle Probleme haben. Ja. Auch mit roten Karten, glaube ich, noch belegt sind am Wochenende gegen 2 Spieler. 2-1. So, und das letzte Spiel in der Bezirksliga 5, der SV Ottfingen gegen Kisper SC. Ja, SV Ottfingen hat, glaube ich, auch sehr hohe Ansprüche in diesem Jahr. Jetzt zuletzt auch nicht so richtig gut gespielt, glaube ich. Hier ist bei SC immer eine Mannschaft, die man beachten muss. Wird ein Unentschieden werden, 2-2. Okay, gut, dann kommen wir zum Spitzenspiel der A-Liga. FC Eiserfeld gegen FC Kreuztal. 3-0. Nochmal deutliche Ansagen, Stefan. Ja. Sportfreunde Siegen 2 gegen Larsve Niederlarsve. Sportfreunde Siegen 2, auch eine ganz interessante Mannschaft. Ich glaube, die haben individuell richtig gute Klasse und die werden so langsam ins Rollen kommen. Gibt ein 4-0. Okay, dann SG Mudersbach-Brachbach gegen Grün-Weiß Siegen. Sieg für Mudersbach-Brachbach 3-0. Und FC Hilschenbach gegen Siegener SC. Ja, junge Unerforschtheit gegen eine individuell erstklassig besetzte Mannschaft vom Siegener SC mit Uwe Kipping, die, glaube ich, auch wieder so ein bisschen an der Mentalitätsschraube gedreht haben. Mit Sicherheit besser auftreten wie in den vergangenen Jahren, auch als Mannschaft. Ich denke, Siegener SC wird da gewinnen 2-0, also 0-2. Mhm. Das letzte Spiel, der TuS Deutz gegen Germania Salschendorf 2, ein Derby. Interessante Begegnung auch, TuS Deutz. Eine richtig starke Offensive. Ich hätte jetzt fast gesagt wunderbar, aber richtig starke Offensive. Germania Salschendorf haben wir auch schon gespielt. Ja. Sind auch gut besetzt, finde ich, wenn alle Mann an Bord sind. Hat der Christoph Spießer auch eine gute Mannschaft. Da wird ein ganz interessantes Spiel. Denke aber, dass der TuS Deutz sich da durchsetzt. 3-2 würde ich tippen. Alles klar. Gut, dann sind wir mit Tippen durch. Stefan. Danke mich. Ja, wünsche dir natürlich auch, wie allen anderen Trainern, die hier sind, viel Glück wie immer. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, Marco. Alles klar. Ciao.